Kröten sterben im Kellerloch, die täglich auf ein bisschen Sonne warten. Die Tiere sterben, die man lieblos hält, wie alles Unbetreute in der Welt. Man fragt nicht mehr, wo wird sie sein? Ruhig erwacht man, ruhig schläft man ein. Wie in verwehter Jugendtage bliebst du zurück, und irgendjemand sagt dir leise, es ist ein Glück. Da denkt man, dass es vielleicht wirklich so ist, wundert sich still, dass man doch nicht froh ist. Man fragt nicht mehr, wo wird sie sein? Ruhig erwacht man, ruhig schläft man ein. Wie in verwehter Jugendtage blickst du zurück, und irgendjemand sagt dir leise, es ist ein Glück. Dass man doch nicht froh ist. Ich will trotzdem mal gehen, dass Sie sehr herzlich begrüßen hier im Auftrag des Vorstandes des Kulturring in Berlin e.V. zu der heutigen Ausstellungseröffnung. Der Geburtstagsgast steht ganz still und bescheiden an der Seite. Harald Hauswald, querbeet heißt die Ausstellung, zu seinem 60. Willkommen im Club, kann ich nur sagen. Fotografien von 1976 bis 2014. Ich freue mich auch, Marianne Wittler begrüßen zu dürfen, die jetzt ein paar Worte zu Ihnen sagen wird. Achtung, Achtung. Danke. Kannst du dich dran? Ja. Also zuallererst, Harald, wo bist du? Okay, okay. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Harald, und zu dieser Ausstellung erstmal von allen. Als du mich vor ein paar Wochen gefragt hast, ob ich heute sprechen könnte, war dir doch wohl klar, dass ich hier nicht als Kunstkennerin oder als Fotografiekennerin sprechen kann. Du hast mich trotzdem gebeten, und daraus entnehme ich mal, dass du vor allen Dingen willst, dass hier eine Freundin, eine Weggefährtin, eine, die einen Teil deiner Erfahrung auch gemacht hat, und vor allen Dingen eine, die deine Fotos mag, sprechen lassen willst. Und das kannst du alles haben. Es ist jetzt bald 3 Jahrzehnte her, dass wir uns kennengelernt haben. Das war in der Redaktion der Berliner Kirchenzeitung. Bettina Röder, die dort verantwortlich war, hatte einen Redaktionsbeirat einberufen, der sich regelmäßig traf, um Informationen aus Gemeinden und vor allen Dingen aus den kirchlichen Oppositionsgruppen zusammenzutragen. Wir haben dort aber nicht nur beraten, sondern teilweise auch selber was für die Zeitungen produziert. Zu diesem Kreis gehörten übrigens auch unter anderem Stefan Berg und Christoph Diekmann. Ich vermute, die sind beide auch hier. Wir berieten also die Redaktion nicht nur, sondern machten auch selber was. Christoph veröffentlichte Texte, gelegentlich auch ich, zum Beispiel einen Beitrag über Ulrike Poppe für eine Porträtreihe über Dissidenten. Das ist eigentlich etwas, was es gar nicht gibt in einem legalen Medium der DDR. Aber in der Kirchenzeitung hat es das halt gegeben. Und es gab die Fotografien, die unter der Überschrift Berliner Ansichten regelmäßig veröffentlicht wurden. Bettina Röder hat es immer wieder geschafft, auch Haralds Fotos dort zu veröffentlichen. Darunter, jedenfalls gemessen an üblichen Zeitungsfotos in der DDR, sensationelle Aufnahmen von Müll- und Kohlenmännern, von bockwurstessenden Passanten vor dem Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße oder das inzwischen berühmte Foto von den 3 Männern in der Bahn, Aktentaschen auf den Oberschenkeln und Stumpfsinn in den Gesichtern.
Fotos mit unverkennbar politischen und gesellschaftskritischen Inhalten. Manchmal hat es auch nicht geklappt und die Fotos fielen der Zensur zum Opfer, obwohl es Zensur ja in der DDR offiziell gar nicht gab, aber in der Druckerei saß immer einer vom Presseamt und sah die Druckfahnen durch und wenn ihm dann was nicht gefiel, dann wurden die Verantwortlichen zitiert und meistens flogen die Sachen dann raus aus der Zeitung. Später hat die Kirchenzeitung dann an der Stelle auch einfach weiße Flecken in der Zeitung gelassen. Das war natürlich ein unglaubliches Politikum, was die Stasi unglaublich geärgert hat. Aber das erste Foto erzählte mir Bettina, was der Zensur, also das erste Foto von dir, was der Zensur zum Opfer fiel, war eines von einem jüdischen Friedhof, von einem zerstörten jüdischen Friedhof, darauf ein umgestürzter Grabstein, in den jemand BFC eingeritzt hatte. Der Fußballclub BFC Dynamo unterstand dem besonderen Schutz von Erich Mielke. Aber es war nur das erste von mehreren Fotos, die dann trotz Courage doch nicht in der Zeitung erschienen durften. Harald wusste zu dieser Zeit längst, dass er Partei und Staatssicherheit ein Dorn im Auge war. Spätestens seit 1977 stand er unter ihrer Kontrolle. Und der Preis dafür, dass er nicht parierte, wie sie wollten, war hoch. Überwachung, Schikanen und vor allem, dass er nicht in den Verband bildender Künstler aufgenommen wurde. Was Letzteres bedeutet, kann nur ermessen, wer weiß, was in der DDR für einen Künstler davon abhing. Verbandsmitglied zu sein, Arbeitsräume, Ausrüstung und Material, vor allem aber Ausstellungs- und Publikationsmöglichkeiten konnte man alles vergessen. Es war ein Leben ohne Netz und voller Risiken, materiell ebenso wie politisch. Aber dann hatten sie doch Angst. Dich und Lutz Rathenow einzusperren oder gewaltsam auszubürgern, das trauten sie sich nicht. Diese zu erwartende Protestwelle wollten sie nicht riskieren. Dazu wart ihr schon zu bekannt. Und schließlich durftest du sogar noch in den Verband, aber das war 1989, als die SED fast schon am Ende war. Ihr hattet gefährliche Gegner und seid Gottlob noch einmal davongekommen. Wie Friedrich Hecker damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, über den sie ein Lied sang, das gut auf euch passt. Ich variiere das mal nur ein kleines bisschen. Wenn euch die Leute fragen, lebt der Hauswald noch, könnt ihr ihnen sagen, ja, ihr lebet noch. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, er hängt an seinem Traume der Freien Republik. Ich weiß, dass ich dem Künstler Harald Hauswald nicht gerecht werde, wenn ich nur von den DDR-Fotos spreche. Der Fotograf, der ja in den zurückliegenden 25 Jahren war, darf hier nicht zu kurz kommen. Und zum Glück sind hier in dieser Ausstellung auch einige der jüngeren Bilder zu sehen, wenn auch leider zu wenige. Aber so sehr ich diese jüngeren Bilder schätze, zum Beispiel den Sonnenuntergang in Palanga oder die Schachspieler aus dem Riesengebirge, der alte Maler in den Karpaten oder die Karpfenente in der Pusta, die S-Bahn-Surfer, unglaublich beeindruckende Bilder. Trotzdem, mein Herz hängt doch an diesen alten Bildern, die schon mehr als zwei Jahrzehnte, fast drei Jahrzehnte alt sind. Und die so viel auf dem Buckel haben, auch die Geschichte dieser Fotos ist ja schon nochmal eine eigene Geschichte, aber das würde jetzt zu weit führen. So genau, schreibt Ilko Sascha Kowalczuk, so genau begriffen zeigten nur die Bilder von Harald Hauswald die DDR-Realität. Und doch sind viele Bilder aus dieser Zeit, auch wenn sie immer als düster bezeichnet werden, vor allem die Stasi richte sich gar nicht ein, weil sie das immer alles gar nicht typisch fand für die DDR. Trotzdem sind diese Bücher von hinreißender Ironie und oft auch voller Alltagskomik. Sie waren wie Salz in der Suppe der grauen DDR. Deswegen waren sie offiziell fast nirgendwo zu sehen. Heute sind sie und mit jedem Jahr mehr kostbare und unersetzliche Dokumente des Lebens in der DDR. Wenn ich in den zurückliegenden Jahren von unersetzlichen Dokumenten zur DDR gesprochen habe, dann handelt es sich meistens um Stasi-Akten. Wie oft habe ich in Vorträgen oder Diskussionen davon erzählt, wie sehr wir die Akten brauchen, wie sehr sie uns über
das Alltagsleben in der DDR, über die Wirtschaft, über die Kultur, über alles Mögliche Aufschluss geben, so wie wir es anderswo gar nicht bekommen können. Die Stasi interessierte sich für den Kulturbetrieb, für Universitäten und die Lage im Einzelhandel, die Wohnungswirtschaft und natürlich auch für sogenannte dekadente Jugendliche. Nicht zuletzt finden wir in ihren Spuren auch der vielen Menschen, die sich eigensinnig, wagemutig oder auch verzweifelt der allgegenwärtigen Macht entgegengestellt haben. Doch so wichtig diese Dokumente auch sind, es sind Zerrbilder, die erst aus der Sprache der Stasi befreit werden müssen, damit wir die Menschen dahinter erkennen können. Sprachbilder, die nicht da sind, um zu dokumentieren oder zu verstehen, sondern um zu kontrollieren oder zu überführen. Das betrifft auch rund 1,6 Millionen Fotos, die die Stasi hinterlassen hat. Kein einziges dieser Fotos wurde um der Menschen willen gemacht, die auf diesen Fotos zu sehen sind. Um ihr Wesen zu erkennen oder ihre Schönheit oder ihre Dumpfheit, ihr Leiden oder ihre Freude. Genau das ist es aber, was die Fotos von Harald Hauswald auszeichnet. Seine Themen waren zwar manchmal das, was auch die Stasi interessierte, doch während der eine Blick zerstörerisch und entstellend war, hat Harald seine Stadt und ihre Menschen mit Respekt betrachtet. Mit Ironie manchmal, gelegentlich auch ehrlicher, als es den Abgelichteten recht gewesen wäre, aber nie zerstörerisch. Der Unterschied zwischen diesen Dokumenten der Vergangenheit könnte also größer nicht sein. Auf die Akten können und wollen wir nicht verzichten, lieben aber können wir nur Haralds Bilder. Vor kurzem habe ich dich, Harald, und deine wortgewaltigen Freunde Lutz Rathenow und Ilko Sascha Kowalczuk zusammen in einer Podiumsdiskussion erlebt. Anlass war die Vorstellung der neuesten Auflage eures Ost-Berlin-Buchs. Und es war zu spüren, dass du dich da oben auf der Bühne etwas unwohl fühltest. Die anderen redeten und redeten, und das ist nicht wirklich dein Ding. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir gewünscht, dass du, anstatt in diesem Podium zu sitzen, mit der Kamera auf die Bühne gegangen wärst. Du wärst um die anderen herumgeschlichen und hättest ganz ruhig auf den Moment gewartet, in dem das Gespräch sich auch in den Körperhaltungen und Mienen der anderen spiegelt. Und dann klack, klack. Nochmal mit einem anderen Objektiv, klack. Und jetzt der andere Blick auf die Zuschauer im Saal, die beiden in der ersten Reihe, klack. Hat dich eigentlich mal jemand, abgesehen von ein paar Schnappschüssen, beim Fotografieren fotografiert? Deine Ruhe, deinen geduldigen, aufmerksamen Blick? Nehmen wir mal das Bild von der Kneipe am Weißen See, der Typ, auf dessen Rücken tätowiert steht, nur wenn ich träume, bin ich frei. Oder der Alte an der Kasse vom Tierpark Friedrichsfelde. Während Rathenow und Diekmann oder Krüger oder von mir aus auch Birtler reden und reden, siehst du nur hin und hast auch schon den Auslöser gedrückt. Es ist schon etwas Besonderes für mich heute, auf Einladung eines Vereins, der früher der Kulturbund der DDR war, eine Ausstellung von Harald Hauswald zu eröffnen und das auch noch am Tag der Befreiung. Besonders ist für mich auch der Ort. Diese Fotogalerie liegt auf meinem früheren Schulweg. In dem Jahr, in dem du das Licht der Welt erblickt hast, Harald, bin ich hier um die Ecke in der Helsingforser Straße eingeschult worden. Und mein Weg führte mich immer an einem riesigen Trümmerberg vorbei, hoch wie ein Haus und ungefähr so groß wie drei Häuserkarrees. Das hat mir Angst gemacht. Heute stehen hier diese sehr alten Neubauten und wir eröffnen hier eine Ausstellung, von der man damals nicht mal träumen konnte. Ich freue mich darüber, denn das gehört alles zu unserem Leben, dieses Vergangene, dieses ganz Alte, das Neue und dass es nicht ganz verschwunden ist, auch aus unserem Bewusstsein, dafür hast du auch mitgesorgt. Du bist einer von denen, die dafür sorgen, dass die Vergangenheit lebendig bleibt, die ja so sehr zu unserem Leben gehört. Ich danke dir für all das, was du gemacht hast, wünsche dir auch weiterhin noch großen künstlerischen Erfolg, wünsche mir auch, dass hier ein paar Bilder gekauft werden heute, das fände ich ganz toll, ist ja auch nicht ganz unwichtig, und dir wünsche ich heute einen wunderbaren Abend, hab Freude daran, dass den Leuten deine Bilder gefallen. Thank you.